Moin Leute, hier ist wieder Dudi von der Ausleger und heute zeige ich euch, wie man diesen Coleman Benzinkocher 533 instand setzt. Ganz einfach, worauf man achten sollte. In meinen Augen ist dieser Benzinkocher das Beste, was man haben kann, gerade als Angler oder als Outdoor Bushcrafter oder was man auch immer da sagen kann. Aber auch für Campingleute ist das sehr interessant. Das Ding ist ein ultra kompakter Blech. Brenner, den man wirklich sehr einfach handhaben kann. Man sollte ihn ab und zu warten, das ist sehr wichtig. Aber dann läuft er auch bombig und wird einfach mit stinknormalem Benzin betrieben. Für mich persönlich ist der beste Sprit ganz einfacher Super 95 von der Tanke. Ich habe ganz viel ausprobiert mit Katalytbenzin und Aspen und wie die ganzen Sachen heißen. In meinen Augen ist Super 95 ideal für die Geschichte. Und wenn wir den immer auf Druck lassen, also wirklich richtig, richtig Druck drauf pumpen. Wir haben hier nämlich die Pumpe noch dran. Und wenn wir den immer schön ausglühen lassen, also nicht mal kurz aufmachen, sondern richtig zum Glühen bringen und den immer wieder hin und her bewegen, dann funktioniert der auch wirklich top und auch eine lange Zeit. Also bei meiner Verwendung, ich bin relativ viel damit unterwegs, brauche ich jedes Jahr einen so einen Generator. Der kostet ungefähr 15 bis 20 Euro und ist mir das auch allemal wert. Also, wenn man sich hier so einen Coleman mal genauer anschaut, ist erstmal wichtig zu verstehen, wie funktioniert sowas. Weil wenn du verstehst, wie er funktioniert, dann wirst du ihn noch einfacher warten können. Prinzipiell kommt hier das Benzin rein. Hier unten ist unser Kanister. Hier passt 0,5 Liter rein. Hier ist unsere Pumpe. Damit pumpen wir in diesen Behälter Luft rein, damit das Benzin hier über den Generator. Sekunde. Hier ist das Küken, also der Benzinhahn, wenn man so möchte, Regulierschraube, damit das Benzin hier mit Luft unter Druck über den Generator, über der Flamme, das ist ganz wichtig, über dem Generator in den Brennerkopf läuft, hier oben rausschießt und dann letzten Endes verbrennt. Was passiert hier und was ist das Besondere bei dieser Art von Benzinkocher? Dieser Benzinkocher braucht kein Vorheizen. Und warum ist das so? Wir haben hier diesen Generator, diesen Tube, wo, wie gesagt, das Benzin-Luftgemisch durchgepumpt wird und gleichzeitig natürlich erhitzt wird über den Brennerkopf. Was passiert? Die Flamme erhitzt den Generator. Der Sprit, der da drin ist, wird sofort dampfförmig und schießt dann über den Brennerkopf hier in einer, ja, als Gas wieder raus und ist natürlich super verbrennbar und macht uns eine schöne Flamme. Das ist der Riesenvorteil an diesem Coleman Benzinkocher, dass man ihn nicht vorheizen muss, weil er sich, wie gesagt, eigentlich selber vorheizt. Sprich, am Anfang durch das Pumpen haben wir hier so ein bisschen, ja, eine kleckrige Flamme, bis die Flamme den Generator erhitzt und das alles gasförmig wird. Eine weitere Besonderheit bei den Colemans ist eigentlich der Generator himself. Sprich, wir haben im Generator diese kleine Seele. Die kleine Seele ist verbunden, das sieht man später auch, mit dem Benzinhahn, mit der Einstellung. Sprich, wenn ich den auf- und zudrehe, bewege ich diese Seele hier, die kleine Seele in dem Tube selber, die dann immer wieder hier rein und raus sticht. Ja, die geht hier durch und sticht durch das Betätigen immer wieder rein und raus, beziehungsweise läuft in dem ganzen Rohr immer hin und her. Dadurch werden die Ablagerungen quasi weggeschabt und können dann über die Düse, über den Verbrenner rausgeschossen werden oder aber durch eine Reinigung des Generators selbst rückwärts rausgepustet werden. Das ist wichtig, weil es ist normal, dass bei der Verbrennung Rückstände ja, passieren und deswegen die Generatoren verschleißen. Aber diese Generatoren halten etwas länger und man kann sie teilweise auch wieder reinigen. Reinigen kann ich diesen Benzinkocher und auch diesen jetzt leider nicht mehr, weil die Generatoren schon alt sind. Die sind schon über ein Jahr alt gewesen und auch das Reinigen bringt irgendwann gar nichts mehr. Und so ist das auch bei den beiden. Deswegen verpassen wir beiden Einheiten einen neuen Generator und sind dann wieder happy. Ich möchte hier gleich nochmal einen Tipp geben, wo dieses Teil gleich wichtig sein wird. Und zwar die Pumpe selbst. Die kann man hier rausschrauben. Ist jetzt einfacher, weil die schon öfter draußen war. Sieht so aus. Da haben wir von Coleman selber diese Gummidichtung. Und ja. Im Endeffekt pumpt die so die Luft rein, also nichts Besonderes. Ich habe gemerkt, dass diese Dichtung mit der Zeit porös wird und habe einen Mod gefunden, wie man diese Pumpe auch viel länger haltbar machen kann. Und hier sehen wir es. Wir haben hier eine deutlich dickere
Pumpendichtung und der Unterschied zu der Gummidichtung hier unten ist, dass diese Dichtung hier aus einem Leder besteht. Die ist definitiv viel haltbarer. Die habe ich original aus einer Coleman Laterne ausgebaut. Das Teil kann man sich jederzeit bei Coleman bestellen. Da sind die Einzelteile drauf. Was wir definitiv brauchen, ist die Lederdichtung. Dann nehmen wir uns ein bisschen altes Zweitaktöl. Lederdichtungen müssen immer erstmal eingeschmiert werden und die müssen sich schön vollsaugen. Und das ist dann wirklich eine Dichtung, die Ewigkeiten hält, im Gegensatz zu den relativ teuren und unhaltbaren Gummis. Ja? Ansonsten immer, auch wenn ihr den neu kauft, könnt ihr die Pumpe auseinanderbauen und auf jeden Fall die Gummis hier schön fetten bzw. ölen. Zweitaktöl nehme ich hier oder Schneidöl. Dann sind die auch ein bisschen länger haltbar. Originale Dichtung runter, den Topf runter und dann einfach die neuen Teile einbauen. Relativ easy. Hier ist der neue Topf, da kommt die neue Pumpendichtung und wir können auch den vorgebogenen alten Sicherungsring verwenden. Da brauchen wir den neuen nicht. Der wird dann einfach nur raufgesteckt. Der klingt dann einmal ein. Zack, jetzt ist der fest. Und so sieht jetzt die neue Pumpendichtung aus. Es wird jetzt erstmal relativ schwer sein und es wird sich so anfühlen, als ob die eigentlich nicht passt. Aber glaubt's mir, die passt und die schmiegt sich dann auch definitiv noch an. Sieht dann so aus, einfach nur einsetzen das Ding. Ruhig ein bisschen nachhelfen hier mit einem Schraubenzieher. Wie gesagt, am Anfang ist das alles ein bisschen klamm. Macht die Dichtung dabei nicht kaputt. Achtet darauf, dass sie sich gut reinlegt. Hier in den Verbindungen schön reindrücken. Ihr könnt dem Ganzen ruhig wieder nachhelfen mit ein bisschen Öl. Schadet nicht. Wir haben die Pumpe jetzt wie gesagt ersetzt. Das hier bleibt übrig. Hier sieht man es auch, die arbeitet sich mit der Zeit etwas nach. Ne? Mit der Zylinderform. Und zu Anfang ist das alles ein bisschen klamm. Aber mit der Zeit arbeitet sich das ein und funktioniert auch wirklich wunderbar. Gut, kommen wir zum Generatorwechsel. Der ist wirklich relativ einfach. Macht erstmal den Druck raus, einfach nur aus Sicherheit. Benzinhahn soll geschlossen sein, dann dreht ihr schon mal hier ein bisschen frei. Die Mutter vom Generator, zack, einfach lose Schrauben, ganz easy. Die zwei Schrauben einfach mit einem Kreuzer lösen. Alles beiseite packen. Hier ist das Blech. Auch zur Seite packen. So. Jetzt ist es wichtig, wenn wir den Generator abnehmen, erstmal verbiegen wir den ein bisschen hier am Kopf direkt, dass er hier aus der Bohrung rauskommt. Drehen den zur Seite weg. Und dann schauen wir uns das ganz wichtig jetzt. Können wir auch schon mal abnehmen, das Kreuz. Jetzt schauen wir uns an, wie der hier befestigt ist und wir werden sehen, dass der Draht hier im Benzinhahn eingehangen ist. Den einfach zur Seite rausschieben, zack, und das war's. Der ist jetzt Schrott, hier ist der neue Generator, Kreuz wieder rauf, ganz wichtig. Dann müssen wir jetzt erstmal wieder dieses Reinigungsdrähtchen einfädeln, indem wir das ganz, ganz wenig rausziehen, wirklich 2-3 mm, nicht mehr. Dann hängen wir die Seele hier einfach rein. Zack. Wenn die drin ist, schieben wir das wieder zu. Upp. Jetzt schieben wir die Mutter erstmal wieder zurück. Dann kommt das Kreuz drauf. Dann drehen wir uns das alles wieder rein. Zack. Biegen das ein bisschen zusammen, gucken, ob das Kreuz frei ist und so müsste es dann prinzipiell aussehen. Jetzt schrauben wir den schon handfest an. So, handfest. Jetzt kommt natürlich wieder das Halteblech drauf. Am Anfang spannt es ein bisschen, einfach mit dem Finger festhalten, die erste Schraube festmachen. Und nach der ersten Schraube wird es dann auch wieder einfacher. So, erste Seite ist drauf.
Jetzt kommt die zweite Seite. So, Generator ist gewechselt. Jetzt ziehen wir den nochmal leicht fest. Zack. So, der Generator ist gewechselt. Sieht natürlich jetzt super sauber aus. Was machen wir jetzt? Wir haben hier die Pumpe, die schrauben wir auf. Zack, damit öffnen wir das Ventil zum Behälter selbst. Pumpen jetzt 20, 30 Mal so lange, bis der Widerstand einfach viel zu hoch ist. So, wenn der Widerstand jetzt hoch genug ist, haben wir genug Druck drin. Schließen das Ventil wieder, indem wir den Pinöppel hier zumachen. So, jetzt gucken wir erstmal, bevor wir das Feuerzeug ranhalten, ob alles dicht ist, indem wir das Küken einfach aufmachen. So, und gucken, ob hier irgendwo Benzin entfleucht. Hier oben oder da unten. Das sehen wir jetzt nicht, also alles gut. Dann wäre der nächstlogische Schritt, einfach mal anzünden und gucken, was passiert. Das ist die besagte unsaubere Flamme zu Anfang, denn der Generator muss sich erstmal richtig erhitzen, damit das gasförmig rausschießt und irgendwann ist die Flamme dann nahezu durchsichtig und das sollte passen. Also so sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie gesagt, ganz wichtig beim Gebrauch, immer aufglühen lassen, dass es wirklich glüht, dass der Generator richtig warm ist. Was sich immer anbietet, ist auch mit einem Löffel oder sowas hier auf dem Generator so ein bisschen ab und zu immer raufklopfen, dass sich diese Rückstände lösen können. Ganz wichtig zum Reinigen der Seele immer wieder auf- und zudrehen. Einfach mal zwischendurch reinigen. Und dann habt ihr auch wirklich lange was davon. Ich bin zufrieden mit der Reparatur, werde jetzt den zweiten auch nochmal fertig machen. Ich habe immer einen als Backup da. Wenn der eine aussetzt, nehme ich den anderen neuen. Jetzt habe ich es ein bisschen schleifen lassen. Deswegen muss ich gleich zwei bauen. Joa. Jo, also ich lasse den Kollegen jetzt ein bisschen laufen und das war es jetzt eigentlich schon mit dem Auswechseln des Generators. Ein paar Tipps konnte ich dir noch mitgeben. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, kommentieren, subscriben, Glocke andrücken, teilen, keine Ahnung, was es alles gibt. Auf jeden Fall brauchst du deinen Support. Ich danke dir. Viel Spaß mit dem Coleman, falls du dir sowas gegönnt hast oder du das Ding instand setzen möchtest. Bis zum nächsten Video. Bin gehauen.